So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und wie ihr im Titel gesehen habt, gibt es noch eine Verlosung in Anführungszeichen. Beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit, eine bestimmte Pickaxe zu finden. Beziehungsweise zu bekommen. Dazu kommen wir aber gleich, denn diesmal geht es nicht um mich, sondern um jemand anderen. Die wird nicht von mir bereitgestellt, sondern halt von einem anderen YouTuber. So, aber erst vorweg. Ihr wisst ja, wir haben jetzt die 2000 Abonnenten fast erreicht. Jetzt letztes Wochenende hatten wir schon eine Skin-Verlosung. Die nächste Skin-Verlosung habe ich jetzt angesetzt auf 2500 Abonnenten. Ich weiß, hört sich viel an, aber wenn ich mir so die letzten Wochen mal angucke, könnte das Ganze ziemlich schnell passieren. Ihr seht oben rechts, mir fehlen noch ein paar V-Bucks. Also falls ein 2000 V-Bucks Skin da ist, wird das schon zum Problem. Aber das werden wir schon hinkriegen. Vorweg, wenn du noch kein Abonnent bist und du gern öfters mal bei Verlosungen teilnimmst, Gewinnspielen, Custom Games, Rette die Welt mit dabei sein willst, dann Du-Runden dabei sein willst, Team-Modus dabei sein willst, gern mal ein Abo da lassen, kostet dich nichts, du unterstützt mich, gleichzeitig bekommt ihr wieder was zurück. Wie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, als ich mit YouTube angefangen habe, ihr bekommt definitiv einen Teil zurück. So, ihr seht ja schon, Creator Code ist schon da. Ihr habt auch schon Werbung gehabt. Also, die YouTube-Partnerschaft ist auch schon komplett da. Aber das Wichtigste überhaupt. Klar, gerne ein Abo da lassen, aber wichtiger für mich selbst ist, gern eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-family-hack. Hat einen besonderen Grund. Warum müsst ihr das machen? Genau, yt-family-hack. An mich selber kann ich keine Freundschaftsanfrage schicken. So, dann gehen wir kurz in den Item Shop. Keine Angst, wir kommen gleich zur Pickaxe. Es geht darum, wenn ihr einen Skin bei mir gewinnt, passiert das immer im Livestream. Bedeutet, ihr heißt jetzt einfach als Beispiel aktiv SSJHH190. Dann seht ihr, euch kann ich gerade kein Geschenk schicken, weil wir eben noch keine 48 Stunden miteinander befreundet sind. Weil das ist einfach von Epic Games so integriert, falls euer Account mal gehackt wird, dass derjenige quasi euer V-Bucks-Konto nicht leerräumen kann. Er kann zwar im Shop einkaufen, kann eure Freunde beschenken, aber er kann sich nicht selbst neue befreunden in Anführungszeichen und sich selber Skins rüberschenken. Ihr seht ja, ein paar Stück sind jetzt noch dabei, aber den meisten könnte ich halt schon was schenken. Hier zum Beispiel steht 2 Tage. Der kam gestern neu dazu. Der müsste gleich sogar auf einen Tag dann rutschen. Also wie gesagt, gerne Freundesanfragen schicken, Abo da lassen, Glocke aktivieren vor allem, weil es kommen doch schon ziemlich viele Videos, gerade die Wochenaufgaben, dann sonstige Missionen oder Infos, wie zum Beispiel heute Patchtag, gerade mal wieder ein neues Video hochgeladen. Also hier auf dem Kanal wird generell ziemlich viel um Fortnite gehen, aber es sind halt auch noch gewisse andere Sachen geplant. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, was labert der da für ein Quatsch? Jetzt erzählt er noch von seinem Creator-Code, nämlich auch yt-familyhack. Gruß geht da erstmal an alle raus, die mich schon unterstützen. Es sind schon einige, also Gruß geht da auf jeden Fall auch raus. Natürlich an alle Top-Donator. Dann haben wir, weil wir gerade das Thema Top-Donator hatten, ich werde euch nämlich jetzt auch sagen, von wem die Spitzhacke ist. Nämlich von, Achtung, aufgepasst, von dem lieben Herr. Die meisten von euch werden ihn kennen, weil er ist mein Mod. Ihr seht auch, er hat 16 Abonnenten. Ist ein bisschen wenig, glaube ich. Und ich denke doch mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass er ein paar mehr kriegt. Warum mache ich das Ganze? Sag ich ganz einfach, er ist mein Mod. Er unterstützt mich, glaube ich, egal wo er kann. Er hat mir auch das Logo gemacht für meinen Kanal. Sowas hier oben, so ein Banner, habe ich leider noch nicht bekommen. Grüße gehen da erstmal raus. Aber ich habe gesagt, ja, ich kann dich unterstützen. Ich gucke mir einfach an, was du machst, was du schon gemacht hast. Also was so grafisch da ist, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, es zu machen. Ich wurde schon öfters jetzt von euch angefragt, kannst du mich, kannst du mich, kannst du mich. Aber wenn ich irgendwie sehe, da steht einer nicht wirklich dahinter. Na, da ist es das Ganze ein bisschen schwierig. So, hier die Pickaxe, ihr seht schon, wir gehen auch direkt rein ins Video, aber nur eine gewisse Stelle.
Wenn ihr das von natürlich selber nochmal angucken wollt, ich habe den Link zu dem Kanal natürlich unten verlinkt. Dann seht ihr auch nochmal selber, was er so alles schon gemacht hat. Wie gesagt, Gruß geht da auf jeden Fall raus. Das Video hat jetzt 30 Aufrufe. Ich hoffe, wir kriegen da noch ein bisschen mehr hin. Und ich denke mir, ihr seht schon am Titel, was gleich kommt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal selbst rein. Ich mache gerade nur von Fortnite mal den Ton aus, weil ganz ohne Ton kann ich einfach nicht reden. Das ist irgendwie ganz komisch. So, wir gehen jetzt direkt mal rein ins Video und Action. Hört einfach selber zu. Ich mache ein bisschen lauter. Und in diesem Video So. geht es um eine Spitzhacke, die wahrscheinlich jeder von euch kennt und jeder von euch haben möchte. Es ist richtig, es geht um die Mighty Pickaxe, wie ihr wahrscheinlich auch schon im Thumbnail und im Titel gelesen habt. Die könnt ihr kostenlos bei mir jetzt bekommen. Es gibt nur eine Voraussetzung. Und zwar die 100 Abonnenten würde ich gerne knacken, irgendwann mal. Und ich weiß nicht, ob wir es überhaupt hinkriegen, aber ich werde euch einen Mighty Pickaxe Code bei 100 Abonnenten in ein separates Video reinschreiben. So, ihr habt es ja gehört. Nur 100 Abonnenten. Das heißt, es fehlen jetzt noch 84 Abonnenten. Und ich glaube, dieses Video wird eh öfters aufgerufen. Erstmal von meinen eigenen Abonnenten. Gruß geht da schon mal an alle raus. Und natürlich auch die jetzt komplett neu da sind. Gern halt bei mir ein Abo da lassen. Klar, würde ich mich auch freuen. Aber bei Phantom, er will Phantom genannt werden, nicht Phantom. Und sein richtiger Name ist Till, aber die meisten aus dem Stream und so werden ihn natürlich eh schon kennen. Also ich denke mal, wir werden es ja wohl hinkriegen, dass er die 100 Abonnenten hinkriegt, oder? Also wenn nicht, bin ich schon ein bisschen enttäuscht von euch. Also ich würde sagen, das schaffen wir definitiv. Und deshalb würde ich auch sagen, geht bitte direkt, wenn ihr das Video am Gucken seid, in die Videobeschreibung, geht auf seinen Kanal. Ich habe extra den Kanal jetzt aufgerufen, damit ihr seht, wie der Kanal richtig aussieht. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, ob es nicht schon einen gibt, der so ähnlich ist vom Namen her. Ihr wisst ja, wenn ihr weniger Abonnenten habt, gibt es viele, die nennen, sind so ähnlich wie ihr. Und aus dem Grund habe ich den Namen einfach nochmal unten verlinkt. Wie gesagt, geht auf den Link drauf, geht hier auf Abonnieren, gerne auch die Glocke aktivieren. Ich habe die Glocke selber nicht aktiviert, aber ich gucke sowieso immer. Ihr seht ja, ich habe hier die Punkte. Da sehe ich sowieso immer, wenn was passiert. Wie ihr seht, ein paar habe ich auch abonniert. Aber das tut jetzt erstmal nicht zur Sache. Wie gesagt, eine Bitte an euch, lasst gerne ein Abo da. Guckt auf dem Kanal weiter, ob was Neues kommt. Weil wenn die 100 Abonnenten erreicht sind, denke ich mal, dass er auch das Video macht und die Pickaxe raushaut. Jetzt fragt ihr euch, warum machst du es nicht selber über deinen Kanal? Kannst du dem die nicht abkaufen oder sonst was? Ganz ehrlich, er wollte sie mir schon fast schenken. Dann habe ich aber gesagt, nee, weil die Pickaxe würde ich nie spielen. Die würde ich vielleicht mal ein, zwei Runden zum Flexen in Anführungszeichen benutzen, aber ich mag einfach keine einhändigen Pickaxe. Ich weiß nicht, die Zweihand liegen mir einfach deutlich besser aus dem Grund. Selbst wenn mir die einer schenken würde, ich würde sie zwar annehmen als geschenkt aus Anstand, aber wenn ihr damit eine andere Verwendung habt, also wenn mir einer eine schenken will, würde ich echt fragen, ob ich sie nicht selber verlosen kann, weil ich sie selbst halt wirklich nicht. Ich würde sie nicht benutzen. Ist einfach so. Weil warum soll ich irgendeinem anderen eine Chance wegnehmen, was zu bekommen, wenn ich sie gar nicht will? Weißt du, das ist genauso, ich mag keine Ferraris und mir wird einer geschenkt und ja, jetzt habe ich einen Ferrari. Aber ich habe keinen Bock, den zu fahren, weil mir einfach nicht gefällt. Wisst ihr, was ich meine? Ist genauso halt wie mit den Skins oder so. Deshalb lasse ich euch auch immer bei den Gewinnspielen die offene Wahl. Ihr könnt euch was aus dem Shop aussuchen, was gerade aktuell ist und gut ist. Wenn das ein 2000 V-Bucks Skin ist, dann ist das halt ein 2000 V-Bucks Skin. Wenn es ein 1500 ist, ist es einer für 1500. Ich muss natürlich einkalkulieren, dass es auch der Skin ist für 2000. Aber ihr habt da freie Wahl. Ich mache da halt immer dasselbe. Ihr könnt euch den aussuchen, auch innerhalb von mehreren Tagen. Aber ich habe ja gesagt, desto schneller das erledigt ist, desto besser natürlich für mich. Weil, ganz einfach, ich bin immer froh, wenn ich so Sachen, einer bekommt was, dann soll das bitte direkt bekommen. Deshalb auch bitte die Freundschaftsanfrage. Hat alles einen bestimmten Grund. Ihr bekommt was, ich bekomme was. Wenn ihr mir zuguckt, bekomme ich auch was. Weil ihr seht ja, ihr müsst leider meine Werbung gucken.
Weil irgendwie muss das Ganze auch gerieb finanzieren. Ihr wisst selber, 2000 V-Bucks gleich 20 Euro. Also aus dem Grund, seid mir da nicht böse wegen Werbung etc. oder auch wegen meinem Creator-Code, aber ihr werdet definitiv es nicht bereuen. So, wie gesagt, geht rüber zu Phantom, lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und viel Spaß bei ihm. Aber vergesst das Wiederkommen nicht. Nicht, dass ihr jetzt alle bei ihm seid und in dem Sinne, haut rein.